live aus dem Main-Tower-Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Jawohl, Punkt 18 Uhr. Herzlich willkommen hier oben bei mir im Main-Tower. Ich finde das sehr schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und das bewegt die Hessen heute. Es ist ja nicht so, dass wir sagen könnten, der Wintereinbruch, der habe uns alle wahnsinnig überrascht. Und dennoch, die Glatteissituation in Hessen, die hat in der Nacht und am Vormittag zu erheblichen Unfällen und Stürzen geführt, trotz Ankündigung. In den Hochtaunuskliniken in Bad Homburg war deshalb in den ersten Stunden dieses Tages auch ein humpelnder Massenauflauf zu beobachten. Mehr dazu auch nachher bei uns im Wetter, später in der Sendung. Ja, im wahren Leben ist er Lehramtsstudent Henrik S., 24 Jahre alt, aus Hof Bieber. In seinem dunklen Leben ist Henrik Polizist, ein falscher Polizist. Und als solcher vergeht er sich an minderjährigen Mädchen. Insgesamt 25 Mal soll Henrik S. zugeschlagen haben. Die Mädchen sind alle zwischen 10 und 17 Jahren alt. Ja, einen Vergewaltigungsskandal gibt es auch offensichtlich bei Eintracht Frankfurt. Was wem da vorgeworfen wird, das ist ein Thema jetzt in den Main-Tower Nachrichten von Andreas Graf. Ja, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, dann braucht der Mensch doch einfach was zum Kuscheln. Toni. Es ist ein echter Klassiker. David gegen Goliath. Aber was für ein Goliath. Komplett erdrückend. Anja Klügling hat kleine, feine Patisserien eröffnet. In Bad Soden, in Eschborn und in Bad Homburg. Ihren Cafés gab sie den Namen Merci. Und dann kommt Goliath ins Spiel. Der Süßwarenhersteller Stork, Macher der Merci-Schokolade. Unschöne Geschichte ist das. Ja, der Blick in den Garten von Familie Schulz in Rödermark ernervt nicht nur die Familie selbst, sondern jeden Betrachter. Denn im Garten, da klafft ein dickes Loch. Ein Bautrupp kam im vergangenen Oktober und hob dieses Loch aus, um Telefonleitungen zu reparieren, machte es dann aber nicht mehr zu. Definitiv ein Fall für unsere Ebelangs-Reporter. Die Pupillen unserer Redakteurin Patricia, die hatten eben Herzchenform. Sie kam gerade aus der Tieroase in Heuchelheim und hatte dort zwei Maine Coon-Mixkätzchen besucht und auch gefilmt. Toni und Joy heißen die beiden offensichtlich hinreißenden Geschwister. Und obwohl sie unwiderstehlich sind, sind sie in ihren jungen Leben bislang nie gewollt worden. Ich finde, das sollten wir gemeinsam ändern. Das wünschen wir uns sehr. Ja, alles zu den Tieren der Rubrik Unser neuer Freund finden Sie auch im Internet. Haben wir alle Infos nochmal auf der hr-Textseite 376 für Sie zusammengestellt. Damit rauf auf das dunkle Main-Tower-Dach zu meinem lieben Kollegen Wolfgang Klosinski. Wolfgang, wir haben ganz viel gehört über Glatteis in der vergangenen Nacht und heute früh hier in Hessen. Wie geht das weiter? Ja, es wird auch in der kommenden... Nicht so schön ist das, Wolfgang. Was macht ihr gleich in alle Wetter? Also, Das klingt spannend. Vielen Dank, Wolfgang. Und damit ist Main-Tower raus. Jetzt kommt Brisant. Die nächsten Nachrichten aus Hessen haben dann die Kollegen um 19.30 Uhr in der Hessenschau. Ich möchte Sie auch morgen wiedersehen. Punkt 18 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss.